Klimaschutz, Energieeinsparung und die Reduzierung von CO2-Emissionen sind die großen Themen unserer Zeit. Wie viel gibt die Erde wohl wie lange noch her? Die Endlichkeit der Reserven zwingt angesichts steigender Energiekosten zum Handeln. Privateigentümer, Wohnungsunternehmen und Kommunen brauchen heute energieeffiziente Strategien, um Kosten zu sparen. Was aber kann es geben, das egal ob Sommer oder Winter immer einsetzbar ist und Schluss macht mit der Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle? Es ist die Luft, die niemals zur Neige geht. Luft gibt es überall auf der Erde und sie ist es, die die unbegrenzte Energie enthält. Erstmals konnte jetzt ein System erfunden werden, das ausschließlich die Außenluft als Wärmequelle nutzt. Kostenlose Sonnenenergie, die in der Luft unserer Umwelt gespeichert ist. Hier ist was komplett Neues auf dem Markt. Eine Weltneuheit. Thermodyn Plus. Die Zukunft der Heizung. Also das Hauptproblem ist ganz einfach die Preissteigerung bei Öl und Gas. Und das war in den letzten 3-4 Jahren extrem. Heute zahlt ein privater Hausbesitzer über 3.500 Euro in seinem 100-200 Quadratmeter Haus. Das geht nicht mehr so. Doch jetzt können Sie bis zu 60% Ihrer Betriebskosten sparen und dabei den CO2-Ausstoß sogar um 80% gegenüber einer konventionellen Heizungsanlage senken. Denn mit der Thermodyn Plus werden Sie unabhängig von Öl und Gas. Jeder Zeitpunkt, jedes Wetter ist richtig zur Nutzung der Wärmeenergie, die unsere Natur im Überfluss bietet. Die Außenluft liefert die kostenlose Energie. Das ist die thermodynamische Heizungsrevolution mit Thermodyn Plus. Die Thermodyn Plus ist in der Lage, die Produktion von Wärme höchst effizient zu gestalten. Der Verdampfer steht als Einheit mit dem Kompressor draußen und führt genügend Energie der Luft für die Verdampfung zu, selbst bei minus 15 Grad. Diese atmosphärische Energie wird dem Wärmetauscher und dem 500 Liter Pufferspeicher im Heizungsraum zugeführt. Die Thermodyn Plus von Golden Energy ist etwas vollkommen anderes als bisher bekannte Wärmepumpen. Der entscheidende Schritt war eigentlich, einen 100% stufenlos leistungsregulierbaren Wärmetauscher zu entwickeln. Die stufenlose Leistungsregulierung bei Wassertemperaturen oberhalb der Kondensationstemperatur des Kältemittels geschieht durch Konvektion, ohne Umwälzpumpe und ohne Heizstab. Es ist einfach eine geniale Erfindung, über diesen natürlichen physikalischen Auftrieb die Wärmeabgabe zu erzielen. Die elektronische Regelung überwacht und steuert alles modulierend. Und weil sie so gut ist, braucht sie nicht mal mehr einen Heizstab. Andere Wärmepumpenhersteller können ja nur bis zu einer bestimmten Temperatur, also sagen wir so um die 45 Grad, eben die Wärmepumpen erwärmen und müssen dann das Wasser noch mit dem Heizstab nachheizen, was ja bei dem System komplett wegfällt. Die Thermodyn Plus liefert dem Heizungskreislauf Ihres Hauses 50 bis 60 Grad Temperatur. Dank flexiblem Kältemittelstrom erreicht die Thermodyn Plus einen bislang nie dagewesenen Wirkungsgrad. VRF-Technologie ist in der Lage, sich völlig den klimatischen, ständig ändernden Bedingungen der Umwelt anzupassen und hier die Wärmeenergie zu entnehmen. Das schafft keines der bekannten Systeme, wie zum Beispiel Wärmepumpen, denn erstmalig ist keinerlei Zuheizen mehr erforderlich. Es erspart Ihnen erhebliche Energiekosten und bringt mehr Flexibilität. Wenn wir heute einen Liter Öl verbrennen, dann verbrennen wir das immer 1:1. Der Unterschied zur Thermodyn ist, dass wir, wenn wir 1 Kilowatt Strom investieren, rund 3,5 Kilowatt Wärmeleistung, 3,7 Kilowatt Wärmeleistung ins Haus bekommen. Und dieses Geschenk der Umwelt, Sonnenenergie, atmosphärische Energie, sollten wir nutzen. Die Anlage ist nicht nur im Neubau die perfekte Alternative, sondern auch für den Umbau einer bestehenden Heizungsanlage die ideale Lösung. Meiner Meinung nach ist die Anlage am besten geeignet im Altbausanierungsbereich, gerade speziell, weil die Anlage nicht nur für Fußbodenheizung da ist, sondern auch Heizkörper bedienen kann.
Ob das Haus mit Radiatoren, Fußbodenheizung oder gemischt ausgestattet ist. Thermodyn Plus ist flexibel und passt sich dem Wärmebedarf an. Für uns war ausschlaggebend, dass wir keine Fußbodenheizung brauchen. Und dass die alten Heizkörper, die wir im Haus haben, mit dieser Wärmepumpe funktionieren. Wir hatten auch schon einige Tage mit mehr als minus 10 Grad. Und die Anlage hat trotzdem unser Warmwasser und unsere Heizung ordentlich bedient. Die Montagezeiten sind sehr gering. Der Einbau geht schnell, zügig. Der Kunde wird sehr gut bedient. Die neue Anlage wird einfach an den vorhandenen Vor- und Rücklauf angeschlossen. Optional ist eine Anbindung alternativer Wärmeerzeugung, wie zum Beispiel bereits bestehender oder neuer Solaranlagen, möglich. Die Thermodyn Plus ist das Ende der Energiefresser und der hohen Energiekosten im Altbau, Neubau, Umbau oder Ausbau. Rechnen Sie sich Ihre Vorteile aus auf unserer Internetseite oder lassen Sie sich kostenlos von unseren Experten beraten. Wir entwickeln mit Ihnen Ihr persönliches Sparkonzept. Entscheiden Sie sich für die Zukunft. Also rundum, denke ich mal, ist es ein gelungenes Produkt. Verdienen Sie sich Ihr Geld durch die Luft. Jeden Tag, den Sie warten, steigen die Preise für Brennstoffe weiter. Ich wollte unabhängig von Gas und Öl sein. Und mit der Wärmepumpe, denke ich, bin ich meinem Ziel nahegekommen und eigentlich habe ich das Ziel erreicht. Beginnen Sie jetzt mit der neuen Zeitrechnung, bei der Sie nur gewinnen können. Also ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Schafft euch das an. Das ist eine hervorragende Sache. Ich denke, wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Eines ist sicher. Energie zu verschwenden können wir uns nicht mehr leisten.